Soeben bin ich in Ivedoreba angekommen. Ich starte jetzt hier zu meiner Tour am Neuenburgersee entlang. Hier vorne ist noch der Bahnhof. Riura. Da vorne haben wir schon den See. Kleiner Park. Schön hier. He?
da befinde ich mich an der Thiel oder Ziel. Die ehemalige Horb. Da vorne fließt sie in den Neuenburger See. Der Neuenburger See ist der größte See in der Schweiz, der ganz in der Schweiz ist. Früher war er noch größer, dann durch die Jura-Gewässerkorrektion wurde der Wasserspiegel abgesenkt, auch so vom Bielersee und vom Murtensee, die hier ja auch in der Nähe sind. Man kann hier übrigens mit dem Schiff eine Dreiseenfahrt buchen. Ist doch ganz schön. So, nochmal ein Blick zurück nach Yverdon-le-Bain. Schön hier. Und da hier drüben schon ein Blick nach Grasson. Schade, dass heute Dunst ist. Aber sonst ist es ein schöner Tag. Dann nochmal Grasso. Ich werde jetzt dann ja dieses Städtchen ausbesuchen. Leider ist das Schloss, soviel ich weiß, geschlossen. Da auf dieser Seite. Kleines Wäldchen. Da schon voll in der Natur. Schaut euch das an, es ist doch so schön. Da vorne nochmal Grasso. Das ist ganz schön hier. Das gefällt mir. Hier haben wir auch noch seinen Wassergraben. Einen ganz schönen Wald. Viele Misteln sind da in den Bäumen oben. Alles voll. Das Sandgebiet hier. He? Das sind nur Trails. Aber ich weiß schon, dass ich dann noch ganz andere Wege habe als diesen hier. Dass es dann nicht so schön ist zum draufgehen. Dafür habe ich heute eine ganz, ganz schöne Umgebung. Da
queren wir schon wieder einen Bach, der in den See fließt. Da befinde ich mich schon ziemlich außerhalb von Iverdoleba. Da vorne auf diesem Berg, da wollte ich schon. Aber da bin ich nicht dazu gekommen, weil das Wetter nicht so gut war. Hier geht es auch nach Sagra. Und über diesen Bergzug hier, da bin ich rüber gekommen, wo ich mich entschieden habe, den anderen Berg nicht zu machen, weil er noch zu viel Schnee hatte. Ich habe den See wieder erreicht. Dann ist schon Grasso. Zum großen Schloss. Die Kirche. Ich bin jetzt in Grasso angekommen. Ein interessantes Städtchen. Dann ein bisschen weiter vorne werde ich dann in die Altstadt hochsteigen. Das da ist übrigens die Hauptstraße. Sehr eng, aber ganz schön gemacht. Gut erhalten von früher. Wirklich interessant, dass der Verkehr sich durchzwängt. Übrigens gerade so mit einer Moräne oben, so ein Überbleibsel. Von Gletscher. Oh, das geht da weit hoch. Jetzt dann endlich oben. Kommt man was? Jetzt atmen rein. Treppen sind jetzt dann hoch. Interessante Häuser hat das da. Ne? Kirche. Da schauen wir, ob die Türe offen ist. Unten und schon verschlossen Vorschein.
schön, das Schloss. Leider geschlossen. Schade, dass ich nicht rein kann. Das ist übrigens eines der größten Burganlagen in der Schweiz. Hier runter. Eine interessante Gasse. Jetzt gerade rausgekommen. Vogelvoliere. Und ich habe hier wieder Straße. Das ist heute ein bisschen mühsam, aber es ist jetzt so, ich habe das auch gewusst. Jetzt ganz am Anfang war es ja wirklich schön. Es ist da hier, wäre es auch schön. Nein, Wald. Den See sehe ich nicht. Da war noch vor kurzem eine Baustelle. Ja, jetzt. Ich hoffe, dass ich jetzt dann nicht auf dem ganzen Weg solche Straße habe. Aber wäre schade. Hier in dieser Gegend sehr viele Campingplätze. Da ist auch wieder ein ganz großer. Natürlich hier wunderschön zum Campieren. Direkt am See. So,
Und daher bin ich letztes Mal gekommen, auf meiner letzten Wanderung. Und bin dann hier nach hinten marschiert, diese Strecke da. Ich gehe jetzt da hier vorne weiter. Und hoffe jetzt, dass die Betonpiste aufhört da. Ich wäre froh. Nein, es geht noch so weiter. Naja. Das ist noch ein schöner Naturteich. Das ist jetzt dieser Bach, wo ich das letzte Mal ihm gefolgt bin, bei meiner letzten Wanderung. Übrigens habe ich wieder Naturweg und hier, da fließt er jetzt in den See hinaus. Ist da ganz schön, dieses Delta. Hier hat man mir einen Baum in die Quere gestellt. Riesige Wurzel. Wow, das ist ja wahnsinnig, diese Wurzel, dieser Baum hatte da. Ha? Da hier. War früher alles überschwemmt, wo ich jetzt stehe. Bis der See gesenkt wurde bei der Jura-Gewässerkorrektur. Ich bin wieder auf einer Waldautobahn. Aber ich muss ehrlich jetzt sagen, lieber noch das, was ich. Die blöden Straßen, die habe ich nicht gern. Ich bin da ein bisschen auf einer Anhöhe oben. Da vorne, oben ist die Autobahn. Schöner Rebberg. Der Jura ist in die Nähe gekommen. Zum Dorf, das ich jetzt gerade durchquert habe. Der Jura und hier stehe ich oberhalb von der Bahn im Tunnel. Da
runter, oben die Autobahn. Und da hier in diese Richtung, der rechten Seite, wäre der See. Ist der See. Da vorne sieht man einen Tunnel. Der ist noch nicht so alt. Der wurde zwischen 1990 und 2000 gebaut. Vorher ging die Bahn da auf der rechten Seite durch. Noch ein Bild Richtung See. Einfach schön da. He? Wir werden jetzt da vorne, dann auf dem alten Damm, unsere Wanderung weiterführen. So, dieser Zug ist gerade im neuen Tunnel verschwunden. Ich sehe jetzt oben die Jahrzahl 2000. Die wurde beim Projekt Bahn 2000 wurde dieser Tunnel eingeweiht. Und vorher ist die Bahnstrecke hier durchgegangen. Da sind wir jetzt bereits auf dem alten Bahndamm. Da kommt man sich fast vor wie in einer Schlucht. Schatten. Das ist also der alte Bahndamm, wo ich da jetzt gehe. Es hat noch Schotter am Bahnbett und es ist ein bisschen mühsam hier zum Wandern. Aber jetzt ist also die alte Bahnstrecke. Ich bin da in einem alten Steinbruch. Ich weiß nicht sicher, ob das der ist, der noch von den Römern angelegt worden ist. Es soll hier einen Steinbruch geben, der noch so alt ist und von den Römern abstammen soll. Ich bin jetzt wirklich nicht sicher, und das Den ist da hier. Da vorne ist schon mein Ziel. Sieht das Schloss zum Teil. Ein bisschen unterhalb von dem Schloss ist mein Ziel für heute. Und da wieder der Jura. Und da hier geht es runter zum See. Schöner Wanderweg hier. Das ist toll. Und in der See. Ich bin schon gespannt, ob wir noch ein bisschen besser rübersehen da unten. Da geht der Wanderweg unterhalb der Autobahn gerade durch. Und da drüben sieht man, so viel ich weiß, Esterweihe Le Lac. Also ein bisschen näher dazu. Sicher Esterweihe Le Lac. Mit dem Hochhaus. Und hier komme ich.
da drüben, hier, ist das Estuaire de Lac. Da ist er abwärts. Da oben die Autobahn und oberhalb der Zug. Und irgendwo, da ein bisschen weiter vorne, werde ich das nächste Mal den Hang hochwandern. So, noch einen letzten Blick für heute auf den See. Und da oben das Schloss. Das nächste Mal werde ich dann hier hochgehen. Ich drehe jetzt ab. Werde jetzt dann da vorne. Das ist so, wie es aussieht, meine Haltestelle. Wo ich jetzt dann den Bus besteigen werde. Ja, man sieht nicht so viel. Da kommt noch gerade ein Zug.